Die Nachrichten des Nordkorea. Von Kater oder Erschöpfung war kaum etwas zu spüren. Der 21. Neubrandenburger Jazzfrühling endete mit Musik und Essen für Ausgeschlafene. Auf der Bühne die Band Los Mighty Calacas. Es war eine gelungene Woche, resümiert Präsident der Jazz Connection Andreas Mehnke. Nicht nur für die Zuschauer, auch für die Musiker. Wir haben hier ein spanisch-mexikanisches Bandprojekt. Die spielen Blues, Funk und Tex-Mex-Musik, also vom allerfeinsten. Und diese Band spielte auch am Samstagabend. Wer nach der Jazzkantine noch nicht schlafen gehen wollte, fand sich im Live am Ring wieder. Los Mighty Calacas heizte mächtig ein. Sie spielten altbekannte Klassiker sowie eigene Arrangements. Genau das Richtige für diejenigen, die das Tanzbein schwingen wollten. Ein gelungener Abschluss für einen programmreichen Samstag beim Jazzfrühling in der Viertore-Stadt. Nordkorea. Flagge zeigen.